Hurra, jetzt ist auch dieser Meilenstein erreicht. Apple ist 2 Billionen wert und damit deutlich mehr als alle Unternehmen im DAX zusammen. Die bringen es auf 1,2 Billionen, also deutlich mehr als alle DAX-Unternehmen zusammen. Auch mehr, viel, viel mehr, etwa das 20-fache von Volkswagen, obwohl Volkswagen im Jahr 2019 etwa so viel Umsatz, sogar ein bisschen mehr gehabt hat als Apple. Aber wen kümmert das? Es geht nach oben, denn man lebt ja nur einmal. Schauen wir uns mal hier diese Marktkapitalisierung an. 38 Jahre hat Apple gebraucht. Man kam 1980 an die Börse. 38 Jahre, um die erste Billionen zu erreichen, die Billionengrenze, und 2 Jahre nur, um dann die 2 Billionen voll zu machen. Und wir sehen, welchen Einfluss das hat auf die Indizes. Der S&P 500 über 17% wegen Apple gestiegen, der Dow Jones nur 7% zum Dow, und dem Aktiensplit von Apple gleich mal mehr. Das liegt auch daran, ich hatte diese Grafik heute Morgen schon gezeigt, dass die Aktien immer weniger werden von Apple, weil man sie fleißig zurückkauft. Das ist ja wunderbar. Und hier eben dieser Aktiensplit, den Apple ja vorhat, was bedeuten wird dadurch, dass im Dow Jones ja nominal entscheidend ist, wie viel eine Aktie kostet, wird ab Apple praktisch ins Mittelfeld bei der Bewertung absteigen, respektive bei der Marktgewichtung innerhalb des Dow Jones wird man an Nummer 15 liegen, wie heute Wolfgang Müller schön gezeigt hat in einem Artikel auf finanzmarktwelt.de. Sprich, wenn eine Aktie 400 Dollar kostet und dann nur noch 100 Dollar später wegen eines Aktiensplits zum Beispiel, dann viertelt sich ihr Marktgewicht innerhalb dieses Index. Auch das ist eine lustige Geschichte. Und hier sehen wir, auch diese Grafik hatte ich schon mal gezeigt, sie bringt es auf den Punkt, was wäre denn der S&P 500, der so ganz knapp an der 3400er Marke ist, an dieser psychologisch wichtigen Marke, was wäre der ohne die 5 großen Aktien, eben Apple, Amazon, Alphabet und Facebook und Microsoft, nicht so wahnsinnig viel, dann würden wir nicht von dieser Euphorie sprechen an den Märkten. Euphorisch sind auch die Vermögensverwalter. Hier ist die Exposure, also praktisch die Investitionsquote in Aktien, so hoch wie seit 2 Jahren nicht mehr. Die Dickfische mussten also irgendwann mit, nachdem vorher vor allem die Robin Hooder die kleinen Fische in die Richtung geschwommen sind. Jetzt sind die Großen dabei. Interessant ist, dass wir zum Beispiel gestern ja auch Zugewinne hatten beim S&P 500, 0,28% ging es nach oben, aber nur 42% der Aktien im S&P 500 konnten zulegen, 58% haben verloren. Das gab es eigentlich zuletzt so 1999, 2000, und wir sehen, dass auch insgesamt die Aktien, die auf einem 52-Wochen-Hoch, also praktisch auf dem höchsten Stand seit einem Jahr handeln, dass die abgenommen haben, obwohl der Index S&P 500 weiter steigt, derzeit nur 6% der Aktien im S&P 500 auf einem Jahreshoch. Wir sehen also, dass hier die breite Masse nicht mitkommt der Aktien. Das alte Phänomen, das stört aber nicht die Euphorie, wie wir hier in diesem Chart von City Index sehen, oder Citigroup genauer gesagt. Also nach wie vor ist von Bedenken keine Spur. Und das, obwohl jetzt doch so langsam der Wahlkampf in den USA immer näher kommt. Und wenn man diesem Zyklus glaubt, dass sozusagen dann ab Anfang September die Sachen schwieriger werden könnten, wenn vor allem der Amtsinhaber die Wahl verliert, und das ist ja alles andere als sicher, dass Trump die Wahl gewinnt, wenn sie denn stattfindet. Jedenfalls könnte es dann, wenn Trump die Wahl verliert, könnte der Aktienmarkt ab Anfang September normalerweise signalisieren, oh, da kommt was, mal sehen, ob es so kommt. Wir wissen auf jeden Fall, dass der Dollar derzeit abverkauft wird. Die Positionierung ist extrem anti-Dollar-mäßig, also extrem negativ zum Dollar. Heute der Dollar mit Zugewinnen, auch Gold unter Druck, Silber unter Druck, der Dollar stärker zum Euro zum Beispiel. Passt eigentlich nicht so zu diesem Risk-On-Modus der Aktienmärkte. Und dass das nicht wirklich Euro-Stärke ist, sieht man bei Euro-Franken zum Beispiel. Also, dass der Dollar stärker wird etwa oder schwächer ist zum Euro, liegt nicht an der Euro-Stärke. Sonst müsste eigentlich auch Euro-Franken zulegen, was aber nicht der Fall ist, wie Makrobond hier zeigt. Und wir sehen insgesamt das Phänomen, dass die Renditen für Staatsanleihen ja noch sehr, sehr niedrig sind, aber die Inflationserwartungen immer weiter nach oben gehen. Man erwartet also Inflation. Wie passt das zusammen mit niedrigen
niedrigen Renditen. Da mache ich ja dann totale Verluste, wenn ich sozusagen eine Staatsanleihe kaufe und minimale Renditen, sogar Negativrenditen teilweise kriege. So wie heute bei der Auktion einer 30-jährigen deutschen Anleihe, Staatsanleihe. Da gab es die größte jemals verzeichnete Nachfrage nach einer solchen Anleihe. Die war dreifach überzeichnet. Es gab also dreimal mehr Nachfrage als überhaupt Angebot. Und da haben die Investoren doch sagenhaft minus 0,05% Rendite in Kauf genommen. Alle wollten diese minus 0,05% Rendite haben. Und was passiert, wenn die Inflation dann irgendwann ansteigt? Dann wird es lustig, dann rappelt es in der Kiste. Schauen wir uns noch ein paar Charts an, meine Damen und Herren. Hier in eben den Charts von Capital.com, alle wieder auf 4-Stunden-Basis. Hier sehen wir den S&P 500, so ganz knapp an der 3400er-Marke. Wir sehen den DAX, der da noch relativ weit entfernt ist von seinem Allzeithoch, anders als eben der S&P 500, 12.980. Man krebst so ein bisschen rum, Seitwärtsbewegung rauf, runter, runter, rauf. Wir sehen, dass der Euro heute schwächer geworden ist zum Dollar, 1,1879, und wir sehen auch, dass Gold heute unter Druck ist, jetzt mit 1661. Möglicherweise stehen wir da jetzt vor einer Zeit, wo der Dollar stärker wird, Gold schwächer wird, Silber schwächer wird, auch die Aktienmärkte möglicherweise dann Probleme bekommen. Noch ist es nicht so weit, aber schauen Sie mal das Video von Markus Koch mit seinem Interview-Gast, der sich um Zyklen kümmert. Und der sagte, wir sehen, dass der Zyklus jetzt an ein Ende gekommen ist. Ein neuer Zyklus beginnt, der dann bis Oktober reichen wird. Mal sehen, ob der Mann recht hat. Ich wünsche jedenfalls einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.